Willkommen, liebe Fußballfreunde, hier im MKM Stadium. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht heute eine hochinteressante Partie. AS Monaco gegen Malmö FF. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Und das hier ist so eine Partie, könnte sehr interessant werden. Anstoß Monaco. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Chance für Ben Yedder. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Ball wird abgefangen. Wissam Ben Yedder ist ein fantastischer Spieler, von dem dürfen wir auch heute wieder einiges erwarten. Im Spielaufbau ist er extrem wichtig für die Mannschaft. Er ist einer für die klugen Pässe. Crepin Diatta. Ja, das sieht gut aus. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Kise. Da sind Mitspieler frei. Das war eng, aber er hat ihn. Crepin Diatta. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Da machen sie zu, wichtige Aktion. Sie sind weiter am Ball, Frage ist, wo ist die Lücke? Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Chance zur Führung. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Rückstand nach diesem Tor für Monaco. Spiel geht weiter. Könnte jetzt was werden. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Ben Yedder. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Und mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Klasse Aktion. Er versucht's. Gehalten. Macht er gut. Ben Yedder. Viel Platz für den Konter jetzt. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen.
unaufhaltsam. Da ist die Chance. Ja, schön geklärt erstmal, die Gefahr bereinigt. Und jetzt bekommen sie die Chance. Erneut das Tor. Zwei Tore Vorsprung nun also. Sieht alles gut aus für sie. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Volland. Vollands. Volland an den Pfosten. Die Chance auf den Konter. Kein Tor. Der Ball landet am Gestänge. Ja, da wollten sie es zu genau machen. Sie machen weiter Druck. Jetzt ziehen sie den nächsten Angriff auf. Und dann verlieren sie doch den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Viel mit Auge. Das könnte gefährlich werden. Jetzt liegen sie nur noch ein Tor zurück. Tolle Moral. Wichtiges Tor für Monaco. Nur noch ein Tor Rückstand. Weiter geht's. Peña. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Schöner Pass jetzt. Golovin. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Volland. Klasse dazwischen gegangen. Chance für den Konter jetzt. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. So, wir haben den Schlusspfiff in diesem Spiel. Die Schiedsrichterin pfeift ab. Der Sieg geht also damit an die Gäste. Knapper Sieg also am Ende. Knapper geht's nicht. Spricht schon für die Nervenstärke der Mannschaft. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer.